So Leute, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zur Pokémon Schwert Nuzlocke Challenge im größten Teil mit kleinen selbstveränderten Regeln, weil das Spiel für eine Nuzlocke Challenge nicht so gut läuft. Und übrigens, Schwert ist besser als Shield TK. Also, Leute, im heutigen Part gehen wir nach Engine City. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und dazu gehen wir eine Treppe hoch und kriegen einen Ladebildschirm. Ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen. Ladebildschirme wurden damals wunderschön im Gang mit so einem kleinen Zwischengebiet. Das war schön damals. Aber natürlich, wir haben hier komplett neue Gebiete. Oh, wir haben eine Cartridge. Warum haben wir eine Ladezeit bei einer Cartridge? Ist dann doch schon ein bisschen seltsam. Oh, das ist ein Onix. Hallo, Onix. Das ist einfach so in der Stadt am Rumstehen. Und da ist ein Poster oder ein Banner von einem Dynamax Glurak. Und das ist die Arena Challenge. Okay, mein Weg führt mich direkt zu etwas, was ich gerade gesehen habe. Es sei denn, Sanya hält mich auf. Hey, hallo. Die Werbung links ist gut. Ich mache Werbung. Ich habe nicht umsonst so oranges Haar wie das Bild auf der Seite, denn das bin eigentlich in einem Kostüm. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Der Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Das ist etwas, was mir in der neueren Generation von Pokémon echt auf den Sack geht. Dass man so lange an die Hand genommen wird. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Rotomina. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das war sowas von klar. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Okay. Du erhältst die Ligakarte von Delien. Ja. Haben wir hier etwas, was gefixt werden könnte? Hallo Delien, du hast dich sehr wunderbar gemacht. So, Ligakarte. Ich habe ein Autogramm. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ja, ja. Schon gut, Delien. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Hallo? Ich mag es, dass sie lächelt. So, sie lächelt sich so an. Ach, deine Pokémon sind angeschlagen. Supi, Arbeit für mich. So, dann wollen wir mal gucken, was das mit diesen... Diese Bilder links neben dem Rotomania. Also die Bilder halt über dem Blumentopf. Die sechs Männer da mit dem Pikachu in der Hand, das ist super. Ist das ein echtes Bild? Okay, das ist äußerst irritierend. Kartomat. Wir sind eine glitzernde Karte. Kennt man aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel. So, jetzt haben wir eine Karte. Super, hat ja gelohnt. Worum handelt wohl diese? Ist das Pokémon-Futter? Das ist ein Item. Weil das ist wunderschön, ne? Ein Nugget. Ein Nugget liegt hier mitten auf den Straßen in der City. Engine City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Und deswegen drehe ich um. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge natürlich, ne?
Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Richtig. Das vergesse ich nicht innerhalb von einem Tag. Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Der Olix bewacht den Weg. Das ist der Dark Souls-Boss hier. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, im Stadion anzumelden. Bis später. Wir nehmen die Boutique auch unter die Lupe. Können ein neues Design gut gebrauchen. Ich mag es nicht, in dem Standarddesign rumzulaufen. Ich habe Blumen-Pokémon total gern. Guck mal auf die Verkäuferin. Eine potenzielle Kundin. Gucken wir sie an. Guckt sie zu mir? Immer brav lächeln. Aber wir können uns auch Haare schneiden lassen. Das ist super. Klepti. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Haare. Schnippel die Schnipp, schnippel die Schnapp. Haare ab und Haare dran. Und schon besser. Oh ja, sehr viel besser. Mutti hat mir verboten, die Augenbrauen umzufärben. Und deine Zwillingsschwester ist da hinten. Das ist auch gut. Mit diesem Haarschnitt kannst du keine Kopfbedeckung tragen. Oh. Ja. So, jetzt tragen wir keine Kopfbedeckung mehr. Ist aber okay. So. Dann brauchen wir neue Kleidung, wenn wir schon mal hier sind. Immer wie diese Dickteil. So, ist schon viel besser. So, dann geht unsere Reise weiter. Sorry. Ja, du mich auch. Hallo, Onyx. Nix ist los in der Stadt. Oh, ein Item. Ein Supertrank. Es sind auch übrigens noch mehr Geschäfte. Kann man in denen auch was... Was ist? Ist das ein Plattenladen? Da kann man aber nicht rein. Und das ist eine Bücherei. Da kann man bestimmt auch nicht rein. Hier liegt mal so viel rum, ne? Urak! Puh, ohne das würde ich den Weg zum Stadion nie finden. Glurak, mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Aber Tatsache, dass du dich doch mal auch hier angemeldet hast, du Depp. Oh, hallo Pandamaster. Wie sehr hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief auszustellen zu haben. Puh. Ich habe da etwas, das du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Ein Stück Holzkohle. Das ist so dumm. Es tut mir gerade leid. Ich stelle mir jetzt gerade so bildlich vor, wie ein erwachsener Mann irgendwo durch die Straßen läuft und dem kleinen Kind Holzkohle in die Hand drückt. Hier hast du. Ach man, ey. So, Feuerattacken werden nur nicht stärker. Und du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Halt ich auch vor. Wir nehmen erstmal unsere tolle Holzkohle und geben sie erstmal unserem Hoplo. Frage ist, wo haben wir das jetzt? Das ist, sind hier alles neue Icons. Das ist Bärentasche, Kampftasche, Pokémon. Da. Trainings. Okay. Geben wir Hoplo. Hoplo trägt mal ein Stück Holzkohle mit sich. Yo! Kein, im Leben würde ich da nicht drauf gehen. Lass mich raten. Ja. Schon gut, ich gehe ja schon. Was ist das für ein Zeichen da an der Wand? Ist das ein Knospi? Ob man mal die Knospi-Bande wohl unter Kontrolle hat? Ich mache mir gerade übrigens dermaßen Sorgen. Ach, da ist der. Da ist er. Nein! Hey! Ich wollte Pokékopf angucken. Ach, da bist du ja.
Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Öffnungszeremonie abgehalten. So, was ich gerade sage, die Angst, weil hier 8 Banner hingen von den verschiedenen Pokémon-Arenen. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute auf der ganzen Welt. Ich zitter schon total von Nervosität. Aber was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Pandamaser. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Okay. Das wäre mal schön, wenn es auf YouTube so für mich liefe. So, jetzt nochmal. Ich kann auch einfach hier hintergehen. Hier ist sogar was versteckt. Findest eine Sprühdose Schutz. Okay. Eine Sprühdose ist gut. So, wir können uns jetzt spoilern lassen. Also, was ich hieraus jetzt sehe, könnte sein, dass wir eine Gesteins-, eine Kampf-, eine Wasser- und... Entweder ist das Drache oder Käfer. Ich gehe ja von dem Feuer, gehe ich von Drache aus, aber... Von der Form her könnte das auch irgendein Käfer mit Kneifer sein. Na gut, wir haben hier auch Pflanze. Drache. Psycho und Fee. Ja, jetzt mache ich mir mehr Sorgen, was das eine für ein Teil ist. Aber gut. Aber gut. Ja. Wow, schau dich nur mal um. Über Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Ja, nicht ganz. Da hinten ist sie von Team Gel. Oder ist sie das? Das ist ein böse Team. Das weiß ich auch zufälligerweise. Komm, melden wir uns an. Oma, Sie sind zu alt, um eine Trainerin zu werden. Denken Sie doch an Ihre Rente. Oh, das ist keine Oma. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mal bitte eure Empfehlungsbriefe. Wie war das nochmal mit TC Principal? Der. Irgendwas mit Minimalbeleidigungen irgendwie so. Mikroaggressionen, genau. Oh, eine Empfehlung von Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mikroaggression. Erstes Mal ist keine Mikroaggression und so, ne? Keine Ahnung, irgendwie so. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Das war eine Mikroaggression. Das habe ich rausgehört. Wie bitte? Delian hat euch beide als Teilnehmer an der Arena-Challenge empfohlen? Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hop. Vor Ihnen steht Delions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie, was, wo? Einen Moment bitte. Warum einen Moment bitte? In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ja, ich habe so viel 69 entschieden. Gut, ich trage das sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Oh, das ist die ganze Zeit rumgehämmert wird, ist echt nervig, ne? Oh, Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospi Inn ein. Pekko. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nicht auch ein Landei. An der Stelle mal kurz, das ist übrigens... Ich sag's mal so, man hätte das... Hallo, du. Man hätte das so, doch so ein bisschen unauffälliger machen können. Warum hat die drei Fragezeichen als Namen? Man hätte das als normalen NPC machen können, das wäre keinem aufgefallen. Und da ist übrigens diese Statue aus der ersten Pokémon-Generation. Kann ich die ansprechen? Ja, können wir die ansprechen könnte, dann stand da sowas von wegen... Jo, du erinnerst dich an damalige Zeiten. So, die Arena-Challenge beginnt bald, das ist mir bewusst. Ja, jetzt mal zum Knospi-Inn gehen. Wir haben wahrscheinlich aufgehalten, ne? Du bist Arena-Challenger, Pandamaser, habe ich recht? Zu Knospi-Inn geht es hier entlang. Würdest du mir bitte folgen? Ja, okay. Wir werden immer noch an der Hand genommen. Nein, erkunde nicht die Stadt und find heraus halt, wo das ist, aber gut. Frage ist, wir müssen aber umkehren, da ist ein Pokéball.
Ich mag übrigens die Musik. Es ist so viel Jazz und allem drum und dran. Ist ein Feuerheiler. So Leute, ich würde aber sagen, beim nächsten Mal geht es erst hier weiter, denn wir haben wieder 20 Minuten erreicht. Ich wollte eigentlich nicht so lange Parts machen. Deswegen, der letzte Part war ein bisschen Ausnahme und so. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Beim nächsten Mal werden wir gucken, was uns noch erwartet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bewertet den Part und Masa la Vista, Baby!